In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Konvektor Pro Wall installieren. Der Konvektor Pro holt viel mehr Wärme aus Ihrem bodenstehenden oder wandhängenden Konvektor und hilft Ihnen, Energiekosten zu sparen. Nehmen Sie das Gehäuse vom Konvektor ab. Messen Sie Ihren Konvektor aus und bestimmen Sie, wie viele 50 cm Module auf Ihren Konvektor passen. In diesem Fall haben wir einen Konvektor mit 120 cm gebaut, auf den zwei 50 cm Module passen. Nehmen Sie den Konvektor Pro aus dem Karton und überprüfen Sie, ob der Inhalt des Kartons vollständig ist. Der Inhalt des Kartons umfasst eine Basis für den Konvektor Pro, ein Handbuch, einen Adapter und in diesem Fall eine Verlängerung. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch. Schieben Sie die Gummifüße zum Ende des Konvektor Pro. Legen Sie die Basis des Konvektor Pro mit der Verlängerung auf den Konvektor. Verbinden Sie den Basiskonvektor Pro mit der Verlängerung und drücken Sie die Kabel zusammen. Platzieren Sie den Wassertemperatursensor zwischen den Lamellen Ihres Konvektors. Stecken Sie den Adapterstift in die Basis des Konvektor Pro. Befestigen Sie den Lufttemperatursensor mit dem Magneten an der Unterseite Ihres Konvektors. Schließen Sie das Gerät an. Die Lüfter laufen zur Überprüfung für einige Sekunden. Platzieren Sie das Gehäuse wieder um den Konvektor. Der Climate Booster Pro ist nun einsatzbereit. Nachdem der Konvektor aufgewärmt wurde, wird der Konvektor Pro innerhalb von 20 Minuten in Betrieb genommen. Das ist alles. Der Climate Booster Pro arbeitet nun vollautomatisch. Wussten Sie schon, dass der Konvektor Pro Wall für die Kühlung in Kombination mit einer Wärmepumpe geeignet ist? So kann Ihr Konvektor das ganze Jahr über genutzt werden.